Moin! Die Temperaturen steigen langsam und was gibt es da Besseres als ein erfrischendes Dessert? Heute gibt es bei uns eine leckere Rhabarbersuppe mit Ricotta-Noppen. Also, los geht's! Wir fangen an, unseren Rhabarber zu putzen. Diesmal müssen wir ihn nicht schälen, dann können wir die schöne rote Farbe erhalten. Schneidet einfach die Enden ab und den Rhabarber in kleine Stücke. In einen Topf kommt etwas Orangensaft, entweder frisch gepresst oder als Saft gekauft, was ihr gerade parat habt. Dazu kommt etwas Riesling und Zucker. Wenn es bei euch alkoholfrei sein soll, dann nehmt etwas mehr Orangensaft oder einfach Wasser. Und dann putzen wir auch unsere Erdbeeren, dann sind sie gleich schon bereit. Den Topf stellen wir jetzt auf den Herd und lassen die Flüssigkeit schon mal aufkochen. Geben dann gleich unseren Rhabarber hinzu und lassen ihn weich kochen. Wenn er nach ein paar Minuten weich ist, dann pürieren wir ihn auch schon und geben die Erdbeeren zum Pürieren mit dazu. Jetzt können wir bei Bedarf noch etwas Flüssigkeit hinzugeben. Bei uns hat der Rhabarber nicht so viel Flüssigkeit gelassen und deswegen haben wir noch einen Schuss Wein mehr dazugegeben. Das Ganze passieren wir jetzt nur noch durch ein Sieb, lassen es auf Zimmertemperatur abkühlen und stellen es dann in den Kühlschrank. Weiter geht's mit den Ricotta-Nocken. Für die Nocken schlagen wir einfach Sahne auf. In einer neuen Schüssel vermischen wir den Ricotta mit Mascarpone und Puderzucker, reiben etwas Zitronenschale hinein und kratzen das Innere einer halben Vanilleschote aus. Alternativ geht natürlich auch Vanilleextrakt. Und jetzt heben wir nur noch die Sahne unter, füllen es ab und stellen die Masse auch in den Kühlschrank. Nach circa 4 Stunden haben wir dann angerichtet. Das leckere, süß-saure Rhabarbersüppchen auf den Teller geben und für die Nocken einfach die Masse mit Hilfe von 2 Esslöffeln formen. Und dann kann man es sich auch schon schmecken lassen. Lasst uns wie immer gern Feedback in den Kommentaren da und über einen Daumen nach oben und ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Bis zum nächsten Video, Chris und Marie.